Er ist immer noch nicht da. Nein. Du lieber Himmel. Er liegt irgendwo im Rinnstein, ich weiß es. Hat sich volllaufen lassen mit Chianti und Peperoni. In 6 Stunden habe ich 1000 Frecke und Nerzjacken im Parkett sitzen und 30 Mann im Orchester. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Tenor. Naja, im Notfall könnte ich ja vielleicht. Was könnten Sie vielleicht? Singen. Den Othello singen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Tito Merelli, der größte lebende Tenor, heute Abend leider indisponiert ist. Dafür habe ich die große Ehre, Ihnen zu eröffnen, dass die Rolle des Othello von einem durchaus begabten Amateur gesungen wird, der damit zum ersten Male auf dieser beziehungsweise überhaupt einer Bühne stehen wird. Warum reine ich denn? Mamma mia, che cretino! Oh, questo uomo mi fa male! Chiudi la bocca! Ah, chiudi la tua! La roba sotto della città! La! La! Tito Merelli sagte no! Was ist denn los? Was ist was? Du hast da drin ein Mädchen, ne? Certo, ich habe ein Mädchen. Sieh nachher. Ecco, ich habe sogar 2 Mädchen, ne? Alle beide nackt. Mit die Singen ist wie mit der Leber, ne? Ja, wenn du bist der Verkrampfe, ne? Du bist der fertig, bist der finito, ne? Ich verstehe. Ich singe nämlich selbst ein bisschen. Was? 3 Wochen Mitte? Keiner einziger Mal. Es tut mir leid. Piccolo müde. Bitte, Mr. Merelli, machen Sie sich keine Hoffnungen. Sie kommt wieder zurück. Springe mich um. Tito, nein! Nein, bitte nicht! Nicht in der Küche! Tito, bitte komm Sie zurück! Ist dir eigentlich klar, Max, was der Mann für mich tun kann? Oh Gott, er kann mich doch praktisch in jede Position bringen. Ja, das kann er. Merelli, bitte, bitte, bitte wachen Sie auf, um Gottes Willen! Können Sie mich hören? Drecksack! Max! Sind Sie wahnsinnig? Ich sehe doch völlig anders aus. Schwarz geschminkt, verwuschen Kopf. Was, ich habe gedacht, das war ein Scherz. Nein! Darf ich einschenken, Max? Ja, das wäre nett. Julia, Julia, bitte, ich hatte dich gebeten zu gehen. Wo nur Mr. Merelli so lang bleibt. Maggie! Ich werde dir verraten ein Geheimnis. Sie ist nicht meine Frau. No? No. Sie tut nur so, als ob sie wäre, weil sie würde so gerne sein. Es ist so traurig. Oh, Tito! Na gut, Tito. Wie kann ich Ihnen je danken? Was? Was? Für Ihre phänomenale Leistung heute Abend. Ich habe nicht geleistet. Wir waren zusammen heute. Ja, allerdings waren wir das. Zum Beispiel zum Schluss im Schlafzimmer. Wie war ich da im Vergleich zu anderen? Schlafzimmer? Ich bin ein Profi, Tito. Ich vertrage die Wahrheit, glauben Sie mir.